Hallo. Ich bin gar nicht hier. Das sieht nur so aus. Hi, was geht? Ui. Das ist ja geil. Brüll mich an, brüll mich an. Ja! Ist das cool? Automatisch auspackender Karton. Das hier ist eine Produktplatzierung für die Oculus Rift. Und die packen wir jetzt aus. Hui! Meine speziellen Auspack-Skills waren schon immer berüchtigt und gefürchtet. Vor allen Dingen, wenn andere Leute zugucken, wie ich mit einer Schere umgehe, dann bricht meistens Panik aus. Ich weiß nicht warum. Oculus Rift Touch Control. Ich hab's angefasst und ich kontrolliere es. Es ist mein Touch Control. Das hier sind sie also, die Oculus Rift Touch Controller. Und hier hinten auf der Packung sieht man sie noch ein bisschen deutlicher, wie das Ganze denn in der Hand aussehen wird. Ziemlich stylisch, finde ich. Ich habe mir immer gedacht, so in Virtual Reality ist das, glaube ich, schwierig, wenn man ja dann was anderes in der Hand hat. Und nicht seine Hände, aber man will ja die Dinge anfassen und man muss dann auf diese Steuerung umlenken. Ich bin sehr gespannt, wie ich damit zurechtkommen werde. Ich habe die beiden Controller jetzt hier in der Hand und... Ja? Ja, doch, ich glaube, damit vergisst man ganz schnell in der Virtual Reality die eigenen Hände. Ich glaube, das ist denn der Sender, den man braucht, damit ist das... Im Raum, so Virtual Reality 3D. Ich glaube, das ich weiß nicht. Ich lege das erstmal wieder da rein, denn das richtig wichtige Paket haben wir ja noch gar nicht ausgepackt. Oculus Rift Osim. Ganz schön großes Package. Das ist. Oh, cool. Das stehe ich drauf. Also wenn man Sachen kaufen kann, die als Verpackung einen Henkel haben, will ich sie haben. Ob die Oculus Rift doch da drin ist, jetzt ziehen wir mal den Strumpf aus. Ja, mein Kruzifix noch einmal. Guck dir das an. Oh mein Gott, die Verpackung. Diese Verpackung ist, das ist so ein, gummibeschichtete Papp. Das ist Pornopappe. Ja, oh, 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 oh. Wow, okay. Oh, ja. Es sind Batterien drin. Es sind Batterien beigesetzt. Okay, wisst ihr, wie selten es ist, dass noch irgendwo Batterien dabei sind? Das ist total easy verstellbar, einfach mit Klettband an der Seite. Also, ihr seht das Klettband hier einfach ganz smooth ab und... Man kann das für den eigenen Kopf anpassen. Das muss man wahrscheinlich ein bisschen üben. Man sieht ja nichts, wenn man das Ding umfasst, ne? Das muss bei mir auf jeden Fall ziemlich weit raus. So, wenn das erstmal auf dem Kopf sitzt, erstmal wieder gut. Da muss der Schlüssel, da ist der Schlüssel. Ich glaube, das ist ja schon mal oben richtig. Und dann hat man das hier an der Seite. Da zieht man auch einfach nur dran. So, damit es angenehm fest auf dem Gesicht sitzt. Fascinating. Hallo? Wo sind denn alle? Bei sowas empfehle ich tatsächlich immer, wenn ihr so ein neues Gerät bekommt, dass ihr auch erstmal ja dann viel im Gesicht tragen werdet und dass ihr viel riechen werdet, weil ich rieche halt sehr neu, das ist klar, das ist fabrikneu, ne? Wenn ihr sowas besitzt, wenn ihr sowas bekommt, lasst es ein bisschen ausdünsten. Lasst es einfach ein kleines bisschen ausdünsten. Am besten in der frischen Luft, trocken, beaufsichtigt natürlich. Nicht, dass irgendwas drankommt oder sowas. Ist ziemlich wertvoll, das Gerät. Ich setze mal meine Virtual Reality Brille auf, damit ich auch von der Virtual Reality, von der Real Reality wieder was mitbekomme. Ja.
dann gehe ich mal auf die Webseite von der Oculus und informiere mich. Die Installationsanleitung vom Setup war ziemlich deutlich und auch ziemlich einfach. Ich habe nicht viel Platz direkt vor meinem Schreibtisch. Wenn ich mehr machen möchte in Zukunft, dann muss ich alles ein bisschen anders ausrichten. Aber so für ein First Setup hat es vollkommen gereicht. Und dann stand ich da und hatte das erste Mal eine VR-Brille quasi auf der Nase. Ich meine, ich habe es einmal ausprobiert bei Guten Morgen Internet. Das Video habt ihr ja gesehen. Da habe ich mit Kelly und Sturmwaffel dieses Malspiel gespielt. Allerdings, das werdet ihr übrigens auch noch auf meinem Kanal sehen, das war so meine erste Erfahrung damit und ich hatte das noch nie, also das, ich auch mit der Steuerung nicht, ich kannte das alles gar nicht. Ja, und jetzt stand ich hier, wurde ins Tutorial geschmissen, man hat mir die Steuerung erklärt und wie das alles funktioniert und das Starttutorial hat mich dann, also das, ich war die ganze Zeit sprachlos, deswegen kommentiere ich das hier nach, weil ich habe einfach quasi keinen Ton rausgebracht, außer, oh mein Gott, wow, wow, das ist... Du weißt auch nicht, was du in dem Moment sagen sollst. Es ist dann rum. Also du bist sprachlos. Es ist so, du bist dann einfach sprachlos. Da scheint dieser Raum vor dir. Innerhalb von wenigen Sekunden hast du sofort das Gefühl, du bist da drin. Also ich musste einen kleinen Schritt zurückgehen, weil ich so nah am Tisch stand und dieses Feeling, der Raum ging so langsam auf und ich habe mich umgucken können. Es hat wirklich nur ein paar Sekunden gedauert und mein Kopf hat sofort gecheckt, das ist meine Umgebung, das ist meine Umwelt. Und das war schön und hell und sehr real und es sah aus, als wäre ich hier in irgendeinem super coolen, abgefahrenen Van, was weiß ich nicht, irgendwo in der Nähe von Area 51 und baue abgefahrene Roboter-Computersachen oder sowas. Also es war so ein, das Feeling war total super und einem war sofort klar, okay, ich kann mit allen Dingen interagieren, ich kann alles machen, was passiert hier. Also das war ein mega abgefahrenes Gefühl. Und ja, dann habe ich das getan, was das Spiel mir aufgetragen hat. Ich habe eine Klappe geschlossen und einen kleinen neuen Freund zum Leben erweckt. Wally! Hi! Hallo! Dieses Tutorial hat alles richtig gemacht, was man nur richtig machen kann. Ein sympathischer Charakter weist uns ein, wie wir die virtuelle Realität um uns herum bedienen können. Und es fühlt sich so real an. Und nein, das Problem, was ich dachte mit den Steuerungscontrollern, das hatte ich gar nicht. Die waren instant meine Hände. Ich musste gar nicht mehr darüber nachdenken, welchen Knopf ich drücke. Und dann schaltet sich das hier alles ein und es wird hell. Und dann ist die Illusion perfekt. Die Illusion ist perfekt. Du bist da in diesem Moment. Und du agierst mit diesem Roboter. Du hast nicht mehr das Gefühl, eine Brille aufzuhaben und Controller in der Hand zu haben. Die Bedienelemente fügen sich so nahtlos ein. Und es ist so simpel, mit den Disketten und mit dem 3D-Printer wird einem vollkommen klar, okay, ich kann jetzt hier alles bedienen, ich kann alles anfassen. Ihr seht ja den 3D-Effekt nicht. Das kann ich euch nicht darstellen, aber ich kann versuchen, es euch zu beschreiben. Es ist halt nah dran, diese Schmetterlinge. Diese Schmetterlinge waren nah an mir dran. Das fühlte sich echt an. Das fühlte sich unfassbar real an. Es war ein wahnsinnig großartiges Erlebnis. Und ich habe wirklich echt wenig dazu beitragen können, verbal. Während mir Mini-Wally, möchte ich ihn jetzt mal nennen, hier die Disketten zugesteckt hat. Ich möchte euch aber jetzt trotzdem diese ersten Eindrücke miterleben lassen. Höre jetzt auf, darüber zu quatschen. Wünsche euch noch ganz viel Spaß beim restlichen Video und bei zukünftigen Virtual Reality-Erfahrungen. Bitte noch. Das kann ich so eine Rassel. Ich freue mich. Alter, ist das abgefahren. Ey, das ist wirklich Virtual Reality. Das fühlt sich an, als wäre es direkt vor mir. Überall, an jeder Ecke. Oh, bitte, gib mir mehr Disketten. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Das da bitte. Das ist ein Würfel. Das ist eine Rakete.
Was das so wird. Es ist Schmetterlinge. Okay, Lasergun. Alles klar. Oh, Entschuldigung. Vorsichtig. So. Oh! Woo! So, Vorsicht. Wow! Woohoo! Sachen kaputt schießen? Kiu! Entschuldigung. Oh! Das war ja von den Schmetterlingen, oder? Naja, sie sind ja nur digital, also. Na okay, alles gut. Ja. Die hier? Okay, gut. Ich räume mal auf. Das ist ja hier furchtbar unordentlich. Okay, wow, okay. Monthly Mystical Manor. Das da? Okay. Ja, nehmen wir die raus und stecken das da rein. Was ist das? Warum hast du so... Alles klar, ja, warte Sekunde, ich bin... Oh, halt. Erst die greifen und dann da drin ziehen und dann nochmal was nochmal. Up, up and away! Ja, den Raum da hinten, der war eh unaufgeräumt, da ist, kann eh alles... Oh, Vorsicht, sie kommen wieder zurück. Das ist sehr gut gemacht. Ja, warte. Warte, oh. Vorsicht, die hier noch. Auf und davon! Ups, oh. Da. So ist das hier. Ja, ich mach ja schon. Weiter geht's im nächsten Video mit meiner super coolen neuen Oculus Rift und was euch da alles erwartet. Naja, so viel kann ich verraten. Das ist ja cool. Hallo, Außerirdischer. Guten Tag, ich bin Captain Kirk vom Planet Affen. Hallo.